Willkommen heute zum Live-Talk. Ich backe, also bin ich. Vielleicht kennen einige von euch das Zitat und wissen auch genau, von wem das stammt, könnte ich mir gut vorstellen. Das kommt von meinem heutigen Gast, dem Bäckermeister Arndt Erpel aus Dachsbach. Eigentlich ist Bäckermeister nicht so ganz richtig. Richtig heißt es der Freibäcker aus Dachsbach, der Arndt Erpel. Und ich heiße Doris Ritter und freue mich, dass ihr heute alle zuschaut. Der Bäcker Arndt Erpel aus Dachsbach gehört, behaupte ich es jedenfalls mal so, zu den wenigen Menschen, die schon zu Lebzeiten zur Legende werden oder geworden sind. Behaupte ich jetzt mal. Ich habe ja so zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch wirklich viel gelesen. Ich habe mir ganz viele Dokumentationen angeschaut. Und es gibt wenige Menschen, finde ich, denen so viel Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, Bewunderung und Hochachtung entgegengebracht werden wie dem Bäckermeister. Und ich glaube, dass die Journalisten in Dachsbach auch manchmal wirklich Schlange stehen. Dabei wollte der Arndt Erpel eigentlich immer nur eins. Der wollte nämlich ein gutes Brot backen. Tja, und was ein richtig gutes Brot ausmacht, was dafür Zutaten hinein müssen, was es mit dem Sauerteig auf sich hat, das verrät er uns jetzt gleich. Ich sehe ihn auch schon. Und vielleicht verrät er uns auch, was er in Zukunft noch vorhat. Jetzt hole ich ihn mir mal dazu. Den schauen wir mal. Halt, das war falsch. Jetzt, genau, schicke ich dir eine Einladung an. Du müsstest eigentlich gleich auftauchen. Wir haben das auch alles schon ausprobiert. Ja, da ist er. Hallo Arndt. Hallo, Doris. Hörst du mich gut? Ja, doch. Könnte ein bisschen lauter sein. Könnte ein bisschen lauter sein. Ne? Ich weiß nicht genau. Schauen wir mal. Passt das so? Passt. Passt, ne? Kriegen wir hin. Also erstmals natürlich vielen Dank, dass du heute die Zeit für uns nimmst. Ja, prima. Danke, dass ich jetzt noch da sein kann. Ja, selbstverständlich. Und danke auch gleich mal an deine Frau, die liebe Michaela. Die hat uns jetzt, die hat im Voraus ein bisschen die Technik übernommen. Vielleicht können wir sie ja später noch kurz sehen. Ich denke, die ist irgendwo wahrscheinlich so um dich herum. Die ist jetzt gerade da. Ne? Hallo, Michaela. Genau. Also schöne Grüße gleich mal, die Michaela. Hallo. Grüße. Hallo, da ist ja. Hallo, Michaela. Danke für alles. Ja, ich habe mal gedacht, vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Okay. Du bist in der 12. Generation Bäckermeister, führst also eure heimische Bäckerei, den Familienbetrieb in der 12. Generation. Aber heißt nicht, dass du alles genauso machst wie die Generationen vorher. Das heißt, du trittst nicht in die Fußstapfen. Gemäß dem Motto, früher ist nicht alles, heißt nicht automatisch, alles ist besser gewesen, oder? Ja, also wenn Leute sagen, Mensch, Herr Erpel, Sie backen ja Brot wie früher, dann stimmt es natürlich nicht. Ne? Denn man macht sich schon sehr viele Gedanken zu sein Tun und Handeln und versucht einfach eher in die Zukunft zu schauen. Und das, was eben früher gemacht wurde, das war halt so, man hat halt einfach was zu essen gebraucht, ne? Letztendlich. Es gab vorher erstmal einen Brei, man hat Brei gekocht. Und der Bäcker, der das dann fortgeführt hat und hat dann einfach was Aufwendigeres gemacht, Brot. Aber eigentlich ging es trotzdem immer darum, eben die Hungrigen satt zu machen. Und in der heutigen Zeit ist natürlich das jetzt nicht der Anspruch. Das wird manchmal vielleicht nicht schaden, wenn man mal noch wüsste, was Hunger ist. Mhm. Denken wir oft. Ne? Und denn da sind wir ja mit unserem Brot schon ziemlich nah dran, ne? Dass man einfach einen versorgenden Charakter trotzdem hat. Das hat man jetzt einfach auch im letzten Jahr sehr gut gemerkt, dass eben da diesen versorgenden Betrieben sehr viel Wertschätzung entgegengebracht wurde. Und das fand ich gut. Und ja. Wir versuchen da auch sehr krisenfest zu sein. Also Das ist jetzt vielleicht nicht jetzt das, was du jetzt da gerade so hören willst, aber ich sage als Beispiel, für mich ist jetzt ganz wichtig, dass wenn bei uns der Strom ausfällt, dass dann bei mir Notstromaggregat anspringt, ne? Dass ich die Leute weiterhin einfach mit Brot versorgen kann. Mhm. Ja. Naja, doch, das ist halt das natürlich, was ich hören will. Aber was mich natürlich besonders interessiert, ist die Generation, sagen wir mal, die zwei Generationen vor dir haben sicher Brot anders gebacken als du. Wenn ich das so richtig gelesen habe oder gehört, glaube ich, dann hast du ja schon relativ früh dich dazu entschlossen, was anders zu machen. Also nicht, wie gesagt, genau das gleiche Brot zu backen, sondern ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen.
Na gut, ich weiß jetzt tatsächlich, ich stelle mir auch die Frage und ich weiß es nicht, wo das herkam, dass ich mich von Anbeginn dagegen verwehrt habe, Sachen eben zu verwenden, die da in einen Teig oder in Kuchen oder Torten genauso nichts zu suchen haben. Also das war für mich der höchste Anspruch, und eigentlich erstmal auch der einzige Anspruch, dass ich da auf diese ganzen Zutaten, auf die sogenannten, ich würde mal sagen, Dopingmittel, verzichte. Und das war gar nicht so leicht. Heute kann man sich die Information einfacher abrufen, aber man hat da tatsächlich nicht mal Fachleute mehr fragen können, wenn man die Zeit jetzt mal 30, 35 Jahre zurückdreht, wie denn jetzt das geht ohne sozusagen. Ne? Und es war dann einfach hören, tun und handeln, üben und beobachten, wie du das da auch schon mal beschrieben hast. Also das heißt, für dich war vor allem im Vordergrund gestanden, die Sachen sollen immer rein. Du willst quasi so zurück zur Natur und willst ein möglichst natürliches Lebensmittel produzieren. Genau. Also hat er Korrekt. jetzt im ersten Moment das auch was mit Geschmack zu tun oder war das tatsächlich so diese Ursprünglichkeit, die dich interessiert hat? Ja, die ersten, Entschuldigung, also das Thema des Geschmacks, das war nicht interessant, das kam so über die Hildegard von Bingen, die dann einfach eben schon erklärt hat, dass wenn ein die bei der Zubereitung der Speise das Wasser nicht im Mund zusammenfließt, dann braucht man eigentlich gar nicht weitermachen. Also dieser Appetit, dass wenn etwas gut ist, dass es eben den Speichelfluss anregt, das ist was ganz Wichtiges und deshalb hat es natürlich was mit Geschmack zu tun. Es muss schmecken. Und heute, wenn ich jetzt also mal an die Verdauung denke, an den Speichelfluss, dieser schöne Spruch, gut gekaut ist halb verdaut, das ist ja also sinnbildlich, wenn man das mit dem Brot mal anschaut oder viele haben es vielleicht auch in der Schule mal machen können oder dürfen im Biologie- oder im Chemieunterricht, dass man auf dem Brot einmal 2, 3 Minuten gekaut hat und dann wird eben von den Enzymen der Vielfachzucker schon gespalten und man hat was Süßes im Mund. Also eine gute Verdauung beginnt tatsächlich im Mund. Und das ist ja auch dieses, warum einfach ein Brot, das schon 2, 3 Tage älter ist, das eben besser gekaut werden muss, besser bekömmlich ist. Also, aber ein frisches Brot wäre genauso bekömmlich, aber es verleitet eben dazu, dass man es ja relativ schwach gekaut schluckt. Ne, weil das Kauen ist einfach kein bewusster Vorgang. Man kaut nur so lang, bis man es einfach schlucken kann. Und das ist halt dann das Problem bei den frischen Produkten. Und nur deshalb ist eben dieses etwas abgelagerte Brot bekömmlicher. Also der Stingels Armin, der unsere Grafiken macht, der isst das so ein Würzleib, also 5 Wochen lang. Das ist also für den völlig normal. Ne? Der kriegt alle 5 Wochen ein Laib Brot und das ist für den, oder zwei, und das ist dann für den wunderbar. Ne? Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, man kann ja jedes Brot 5 Wochen aufheben. Ne? Also, wer das Brot von dir kennt, der weiß, das kann man tatsächlich 5 Wochen lang essen. Man Man muss es machen. vielleicht ein bisschen an dem richtigen Ort natürlich aufbewahren, aber es geht ja mit manchen Broten überhaupt nicht mehr. Also, das heißt, du hast ja bei der Zubereitung quasi schon überlegt, dass, wenn dir das Wasser nicht im Mund zusammenläuft, wenn du selber nicht genügend Appetit kriegst, ich mache aber so eine Knetbewegung, dann passt irgendwas nicht. Und das hieß, da muss was raus, da muss nicht noch was rein. Normalerweise ist es ja so, wenn es nicht schmeckt, dann tut man noch was rein, ein bisschen Salz, ein bisschen keine Ahnung was. Aber du hast beschlossen, ich tue jetzt mal was raus, damit es mir besser schmeckt. Stimmt das so rum? Also als Beispiel zum Beispiel Hefe raus. Ne? Hefe raus und da kommt dann einfach dieses Thema, diese vielbeschworene Zeit ins Spiel, die nötig ist. Und wenn man jetzt da nochmal zur Verdauung geht, dann sage ich jetzt, bei genauerer Betrachtung oder meiner Überzeugung ist eigentlich ihr Getreide gar nicht zum Essen da. Ne? Also wenn es uns zwei jetzt nicht geben würde auf der Welt, dann würde das Getreide einfach wachsen, wird wieder aus der Erde ausfallen und wird einfach wieder Getreide werden, ne? Völlig klar, ganz normal. Ganz normal, genau. Fortpflanzung, Das ne? Mehl ist einfach nur der Energielieferant für das Korn, solange es praktisch noch keine Wurzeln hat, dass es sich entwickeln kann. Und mit der Energie bildet es einfach die Wurzeln aus, um sich dann aus dem Boden die Nährstoffe zu holen. Das ist ungefähr wie bei einem Küken, ne? Das Küken, das praktisch ja im Ei, aus dem Ei sich entwickelt. So lang, bis halt ein Schnabel hat und durch die Schale durchgeht und dann kann sie das Picken anfangen. Und das Ähnliche ist es beim Getreidekorn.
eben dieser Mehlkörper, der dazu da ist, da mal Wurzeln auszubilden. Und ja, und dieses Produkt, das eigentlich nicht zum Essen da ist, das einfach jetzt zu etwas nicht nur essbaren, sondern zu was Bekömmlichem zu machen, dazu braucht es einfach diese lange Fermentation. Also Diese, ein das Stoff, du musst das einfach vorstellen, wenn man dieses Wort Stoffwechsel mal genau nimmt, der Stoff wechselt seinen Zustand und das ist das, was wir eben über diese Fermentation schaffen und da dann einfach ein bekömmliches Gebäck haben können. Das heißt, man klaut sich was von der Natur, was eigentlich überhaupt nicht für uns gedacht ist. So ein bisschen, Genau. ne? Und da gibt es So jetzt, ist. ich hatte vorhin schon mal ein Zitat von dir gesprochen, ich backe, also bin ich, und es gibt noch ein ganz schönes, das muss ich jetzt vorlesen, damit es auch wirklich stimmt. Du nennst dich ja Freibäcker. Das hast du schon ganz, ganz, ganz oft erklärt, was das ist und auch oft beschrieben, das machen wir jetzt gar nicht mehr, aber dein Zitat ist ja, das ich gut finde, ich bin selten gewillt, mich etwas anderem als meinem Sauerteig unterzuordnen. Das heißt, könnte man vielleicht auch sagen, du willst dich eigentlich nur der Natur unterordnen, weil Sauerteig hat ja, wie du das gerade beschrieben hast, auch ganz viel mit der Natur zu tun. Also ich glaube, Sauerteig ist ja seit einiger Zeit ein Riesenthema, aber man muss den Sauerteig, man muss sich ein Stück hineindenken, finde ich. Man muss den Sauerteig erstmal verstehen lernen und vor allem so diese Sache, die den Sauerteig ausmacht. Und deswegen fand ich das so interessant. Warum ordnet man sich seinem Sauerteig unter? Warum ist es nicht so, dass du bestimmst, was der Sauerteig macht, sondern der Sauerteig scheinbar, was du machst? Ist es so richtig? Das ist richtig, ganz klar. Ich meine, wir helfen uns gegenseitig letztendlich hier um hier so zu und überleben. Aber das mit dem Unterordnen oder dass der halt einfach eine eigene Persönlichkeit hat, das finde ich kann man am schönsten, finde ich immer am schönsten, wenn ich eben Konditorei und Bäckerei vergleiche. Also ich bin leidenschaftlicher Konditor auch, aber der Sauerteig, der bringt einfach die Lebendigkeit, das Leben in dem Beruf. Das, was man jetzt bei Schokolade oder bei einer Mousse einfach nicht so hat, das kann man rezeptieren und reproduzieren. Aber beim Sauerteig ist das einfach nicht möglich. Und wenn man dann nicht nur vom Sauerteig spricht, sondern von Sauerteigen, die man parallel hat, das ist dann, ja, das ist dann wirklich wie wegen, schon fast wegen wie ein Orchester. Wenn man die alle praktisch ständig so betüdelt, dass sie Streichelt. ständig gewillt sind, Höchstleistungen zu bringen, dann haben wir alle Hände voll zu tun, ja. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast mehrere Sauerteige nebeneinander laufen. Und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Was ich immer interessant finde, ist, also mich hat ja der Stefan Frank eigentlich vom So-Sein so ein bisschen in das Thema Sauerteig sozusagen eingeführt, hat mir ein bisschen was erklärt und das hat mich dann eigentlich so ein bisschen angefixt. Und dann habe ich mich ein bisschen, also oberflächlich, ich bin jetzt natürlich nicht so weit wie ihr Spezialisten, mit Sauerteig beschäftigt. Und letztendlich ist ja der Sauerteig was wahnsinnig Individuelles, der ja auch von deinem, so wie ich das verstanden habe, von deinem Lebensumfeld bestimmt wird, weil wir ja alle von Hefen umgeben sind. Also wie bei der Weinherstellung bestimmen ja auch die Hefen, die in meiner Küche sind, auf meinen Händen sind und überall, ja den Sauerteig. Und das finde ich eigentlich so spannend, dass das, wie gesagt, fast so, jetzt glaube ich in deinem Fall, fast wie ein Mitbewohner ist, der gestreichelt wird, der gefüttert wird, der ein lebendiges Wesen ist. Ja, also, was habe ich da für ein schönes Beispiel? Das ist so, man kriegt auch wieder ab und zu mal einen neuen Mitbewohner dazu. Ne? Und als jetzt zum Beispiel eine sehr geschätzte Persönlichkeit von mir, die Ursula Hatzen, unsere jahrelange Slow-Food-Präsidentin, gestorben ist, dann habe ich einfach ihren Bruder angerufen und habe gesagt, hör mal, du mach mal, du schau mal, dass mir du da den Sauerteig von der Ursula gibst. Ne? Denn die Ursula, die hat ihren Sauerteig, einen sehr alten Sauerteig, den sie von ihrem Doktorvater noch hatte, der damals schon in die 80er Jahre, 150 Jahre alt war, wo der den her mitgebracht hat, aus, ich glaube, aus Ostpreußen. Und dann hat mir der Hannes den in Garmisch aus dem Kühlschrank das Gläsler rausgezogen. Und den habe ich dann einfach wiederbelebt
Und dann zum Beispiel bei der Gedenkfeier aus diesen Sauerteige Brot gebacken. Und da kann man schon sehen, was das für emotionale Momente auch haben kann. Ne? Und ich habe mir dann einfach wieder für diesen Sauerteig was Besonderes überlegt, wo praktisch für mich die Persönlichkeit seiner Vorbesitzerin weiterlebt. Und so könnte es für mich genauso sein. Also ich sage auch, ich sage mal so wie, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben würde, dann würde ich heute meinen Sauerteig noch ansetzen. Völlig klar. Na? Dass der weiterlebt. Genau. Also der steht deutlich über mir. Der oder die Sauerteige, na, die sollen weiterhin Gutes verrichten. Also auch wenn es mich immer nicht mehr gibt. Also letztendlich kann auch so ein Sauerteig was Unsterbliches sein. Wie alt ist denn dein Sauerteig, wenn du jetzt gesagt hast, der von deiner Kollegin ist 100? Das weiß ich ehrlich nicht. Was Also es schätzt du gibt da? Sauerteige, das sind auch so, wenn mich Kollegen besuchen oder ich besuche Kollegen, dann tauscht man Sauerteige aus und dann gibt mir die teilweise einfach so einen eigenen Sauerteig dazu. Also Das ist dann man mischt auch die Sauerteige. natürlich, das ist dann der sogenannte Friendship Sourdough. Ah ja, aber du mischst den jetzt nicht unter deinen dazu. Also deiner läuft immer Doch. separat. Doch. Die werden dann sozusagen assimiliert. Aha, ist ja interessant. Und vertragen die sich immer, egal aus welcher Landesecke? Oder Die hat es schon mal Ärger gegeben? machen das miteinander aus, ja. Die Da machen brauchen das wir uns dann miteinander. nicht dazu. Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht, dass man Sauerteig, also dass man die auch vermischt. Weil ich habe ja also auch vom Stefan gelernt, dass ja jeder Sauerteig auf der ganzen Welt, also wenn du jetzt in den USA einen machst oder wenn ich hier in Haroldsberg einen mache oder da, wo ich geboren bin, in Gößweinstein, dass halt jeder Sauerteig auch dann anders schmeckt und anders arbeitet und andere Hefen enthält, ne? Ja, es hat viel auch mit der Nahrung zu tun, ne? Wie man sagt, bei Menschen, wenn man sagt, man isst, was man isst, das gilt für den Sauerteig genauso. Also letztendlich mit was man und wie man den Sauerteig eben füttert, entsprechend hat man ihn. Also das heißt, dann sind wir ja bei den Zutaten vielleicht. Mir fällt bestimmt noch irgendwas zum Sauerteig ein. Vielleicht, ja genau, mir fällt schon noch was ein, weil ich muss ja nochmal zum Stefan kommen. Also den Stefan Frank aus dem So sein, weil der hat mir mal erzählt, dass du ja deinen Sauerteig auch mitnimmst. Dass du deinen Sauerteig unter Umständen auch nur mit in Urlaub nimmst und dass du den mit zum Essen nimmst. Warum muss man das machen? Vielleicht jetzt für die, die jetzt sich mit Sauerteig nicht ganz so gut auskennen, warum ist der dabei, der? Also, wenn ich den mitnehme, dann habe ich ihn halt eben gern dabei, weil ich ihn vielleicht mit jemandem teilen muss, könnte ja auch sein. Wenn man manchmal einen Sauerteig mitgenommen hat, dann vielleicht auch noch aus dem früheren Unwissen heraus, wo man sagt, jetzt aus dem heutigen Wissen wäre es jetzt vielleicht in der oder der Situation nicht mehr nötig, ihn jetzt dort oder dorthin zu entführen. Aber es ist ein angenehmer Begleiter, ne? Ja, und das ist ja das Ungewöhnliche an dir, also dass du tatsächlich mit deinem Sauerteig in so einer Art Symbiose lebst. Also Naja, du. also das ist ja nichts Seltenes. Das hat man ja schon ganz früher gemacht. Ne? Man Aha. hat seinen Sauerteig, nein, du musstest ihn dabei haben natürlich, sonst hättest du nichts backen können. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ne? Du willst was backen und du hast sozusagen deinen Sauerteig oder deine Hefen dabei. Heute gehst du halt in den Supermarkt oder irgendwo hin und kaufst dir so ein Bäckler Hefen. Und so haben früher viele Leute, die auf Reisen und unterwegs waren, sich ihre Sauerteige mitgenommen. Naja, gut, viele Sachen weiß man natürlich gar nicht mehr. Ne? Heute Eben. geht man halt zum Bäcker und kauft ein Brot. Ist nicht mehr darauf angewiesen, dass man den dabei hat. Aber das Interessante an diesem Sauerteig finde ich ja, dass der immer weiterlebt. Also, dass man den füttern muss. Das ist ja nicht so, dass man jede Woche, wenn man Sauerteig braucht, einen neuen macht, weil das ja braucht ja gewisse Zeit, bis der einen bestimmten Zustand hat. Sondern man muss den immer weiter füttern. Und ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes Lebensmittel gibt, dass man so quasi immer füttert, also das quasi mit dir zusammen älter wird, das mit dir zusammen lebt, oder fällt mir da gerade keins ein oder gibt es keins? Ja, Tiere würde ich immer sagen, das sind Ja, ja genau, das ist Lebewesen, es. sind Lebewesen, Nabelder. ne? Richtige Lebewesen gibt es und deswegen finde ich ja das mit dem Sauerteig so interessant, weil es tatsächlich, deswegen bezeichne ich den auch als Mitbewohner, weil es ja jemand ist, mit dem du lebst. Also es ist echt, ist schon sehr außergewöhnlich. Du sagst zwar, das ist normal, dass das früher auch so war, aber für heute
ist es jetzt schon ungewöhnlich, wenn man das so, also mir kommt es sehr, sehr einleuchtend vor, wenn ich mich da so damit beschäftigt habe, finde ich ganz einleuchtend, aber man hat es vergessen. Man weiß es einfach nicht mehr, dass das so ist. Machen wir weiter so. Ja, gut. Und dann vielleicht mal zu den Zutaten, weil da geht es ja immer weiter beim Sauerteig. Das Mehl, das in den Sauerteig reinkommt oder das du benutzt für deinen Sauerteig, das kommt ja jetzt auch nicht von irgendwo, sondern auch dem Mehl bist du ja sozusagen verbunden. Das hast du schon auf dem Acker wachsen sehen, oder? Ja, also wir sind hier in der glücklichen Situation, dass wir eben mit dem Charlie Bremen in Lonnerstadt ganz eng zusammenarbeiten und ja, und wir praktisch das Getreide von dort essbar machen dürfen. Na, deshalb ist jetzt für mich halt einfach so, wenn mal in der Backstube was verbrennt oder eben schief geht, dann ist es schon so, dass ich sage, meine Güte, jetzt denken wir drüber nach, was alles da nötig ist, dass wir dieses Getreide oder dieses Mehl jetzt hier verfügbar haben, ne? Dass da praktisch schon vor ein Jahr oder wenn es jetzt gelagert war, vor 2 Jahren jemand eben das gesät hat, hat eben das gehegt, damit es eben durch die verschiedenen Witterungsphasen durchkam. Und dann muss es vor Vorratsschädlingen geschützt werden. Dann wird es vermahlen oder es wird gereinigt, wird vermahlen. Und so muss man das immer betrachten, ne? Dass man das Mehl nicht einfach als anonymes ja, Pulver sieht, sondern einfach die Herkunft auch kennt und dann das ganz anders wertschätzt, wenn man damit arbeitet. Und ja, im Sinne von gelingen oder verbrennen, da liegt Gut und Böse ja ganz nah beieinander, ne? Ja, bis hin, dass es auch natürlich als Brot noch verderben kann. Oder wie oft heute passiert, dass einfach vieles gekauft wird und vieles einfach dann auf den Kompost geht. Das sind so Sachen, denke ich, da dürfte man ansetzen, dass sich solche, dass das eben möglichst wenig passiert. Das ist es ja. Ich glaube, je mehr man von der gesamten, sagen wir mal, von der gesamten Wertung von so einem Brot weiß und je mehr man natürlich selber dabei war und weiß, wie aufwendig das ist, wie lange das dauert, bis es wächst, bis es geerntet wird, bis es eingelagert wird, bis das Brot fertig ist, desto mehr schätzt man natürlich so ein Brot. Und leider haben wir ja uns ein Stück weit entfremdet. Ne? Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ein Bauer, der Kartoffeln bis der mal erntet, der weiß genau, wie lange das gedauert hat und wie aufwendig das war, wie oft man eine Kartoffel in der Hand gehabt hat, bis man sie dann isst. Und dann schätzt man die natürlich auch wesentlich mehr. Und jetzt vielleicht noch eine Frage zum Getreide. Könntest du dir dann vorstellen, ein anderes Getreide zu verwenden als, nennen wir es mal, dein Getreide aus deiner Umgebung? Nee, das macht also keinen Sinn. Also wir sind genau da, wo wir sind, um einfach das zu verarbeiten, was wir hier vor Ort Ja. haben. Ja, ganz klar. Also auch jetzt nicht aus geschmacklichen Gründen, sondern einfach aus, sagen wir mal, aus so einem Heimatgefühl, aus dem, was dir vertraut ist, heraus. Oder auch Geschmack. Ja, einfach, das ist diese Ernährungskette, die schon früher funktioniert hat, die kann auch heute noch funktionieren, ne? Dass man ruhig unter Beweis stellen, Ja, dass ja. es nicht nötig ist, das alles erstmal über viele Kilometer zu transportieren. Das ist beim Getreide wie bei der Milch, bei allen Sachen so, ne? Genau, also das ist ja schon wichtig, ne, dass das dein Getreide ist, dass das alles muss alles zusammen können. Und dann wird es gemahlen, das Getreide. Auch da gibt es was Spezielles. Du hast ja, entweder du lässt das frisch mahlen oder ihr habt auch selber eine Mühle, ne? Wir haben selber ein paar Mühlen. Ach, ein paar Mühlen, Ein paar okay. Mühlen, ja. Und da vermahlen wir also alles, was als Vollkorngetreide bei uns verarbeitet wird. Das vermahlen wir bei uns eben frisch. Und die sogenannten hellen, die Typenmehle, die Auszugsmehle, das sind die, die uns der Müller-Litz in Kremsdorf mahlt. Oder vermahlt und die sind vom selben Acker letztendlich. Und dieses Jahr, das ist was Besonderes natürlich, diese Sachen zu verarbeiten. Also wenn man das mal vergleicht mit eben, wie es anderswo eben sein kann, dann ist es tatsächlich toll. Also auch das ist quasi so wieder in deiner Hand. Du siehst das Getreide wachsen, du siehst das, wie das Getreide gemahlen wird und dann eben den Hefeteig, Entschuldigung, den Sauerteig. Ist ja Hefeteig, stimmt ja auch, das sind ja Ja. Hefen, man sagt es nur nicht mehr. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns von einem Hefeteig sprechen, wir sagen auch Hefeteig zum Ah Hefeteig, ja. obwohl kein Hefe drin ist.
Genau, das ist es, ne? Man macht halt keine künstliche Hefe rein, ne? Sondern Also die wir Hefe. machen jetzt da kein großes Aufheben darum, ne? Ja, Das ja. Hefeteig ohne Hefe ist. Ja. Und Wasser? Jetzt machen wir gleich weiter. Was ist mit Wasser? Wahrscheinlich auch ein Riesenthema, aber was kommt für Wasser rein bei dir? Das auch halt von euch, ne? Von uns natürlich, klar. Also man Ganz. hat da natürlich alle möglichen Belebungsversuche und Ja. solche Sachen alles erlebt und Filtersachen haben. Ich habe auch in Quellen das Wasser geholt und das miteinander verglichen. Dasselbe mit Salz natürlich ist genauso ein Riesenthema. Da ist dann aber mit der Zutatenliste letztendlich schon wieder vorbei. Das ist wieder vorbei. Bis auf, sagen wir mal, habe ich auch bei dir gehört, Geist. Geist muss noch mit hinein Aber ja Geist. in das Brotbacken an sich, ne? Aber den Geist, den stellst du, genau, der kommt von dir. Und Zeit, ne? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ist auch wieder für die, die sich jetzt noch nicht so ganz viel mit Sauerteig oder mit dem Brot von dir auskennen. Man kann ja in jedem Bäckerei gibt es ja eigentlich ein Sauerteigbrot. Das ist jetzt nicht so, dass nur du auf der Welt ein Sauerteigbrot machst, das machen ja ganz viele. Aber es gibt einen großen Unterschied. Vor allem das Fachwort, der Fachbegriff heißt, wie sagt man da, der Sauerteig, der. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich überlege gerade, was ich jetzt da gelernt habe für Wort. Der geht nicht, sondern der wird, der jedenfalls 48, der wird geführt, jetzt habe ich es. Der wird, glaube ich, geführt. Geführt hat, glaube ich, der Stefan Geführt, gesagt. ja, kann man sagen. Kann man Also, sagen. Stürme. 48 Stunden oder 24, wie lang? Also, da muss man, also mit diesen Zeiten, da kann man durchaus, da könnte man schon mal ein bisschen aufräumen, würde man sagen. Denn Zeit ist nicht gleich Zeit. Wenn jemand sagt, er hat sein Sauerteig, was weiß ich, oder sein Teig so und so viele Stunden oder Tage lang, dann ist es einfach ein großer Unterschied natürlich, mit welcher Festigkeit und mit welcher Temperatur und mit welcher Sauerteigmenge versäuert wird. Da relativiert sich dieses Thema Zeit ganz schnell. Also dieser nominale Wert von so und so vielen Stunden, der ist einfach nur ganz, ganz kleine Aussage. Na, denn wenn ich jetzt einen Teig sehr, sehr festhalte und kühle, dann passiert da nichts, egal wie viele Stunden das jetzt der steht oder es passiert halt sehr wenig. Wenn er aber eine ansprechende Temperatur hat und eine bestimmte Weichheit und ein aktives, ein Enzym aktives Mehl, dann passiert vielleicht in ein Viertel der Zeit so viel wie in einem unteren. Also ja, das ist einfach, muss man sich wirklich dann, wenn man da anfängt, muss man wirklich genau hinschauen. Aber es gibt schon dann trotzdem eben einen riesen Unterschied zwischen Sauerteig und Sauerteig. Aber es ist nicht nur der Sauerteig, sondern das ist vor allem das, was du vorhin gesagt hast, das, was man weglässt bei eurem Sauerteig, Naja, was ich sage natürlich. mal ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, in unseren Brezen ist keine Hefe, die werden nur mit Sauerteig gebacken. Ja, dann ist das eine Aussage. Wenn jemand sagt, ich mache meine Brezen auch mit Sauerteig, dann heißt es eigentlich gar nichts. Ja, da kann ganz viel Backhefe drin sein und genau genommen pulverisierter Sauerteig in einer Mikromenge, kann man trotzdem sagen, ich backe mit Sauerteig. Ja, also das ist nicht definiert. Ja. Da muss man wirklich, wie schon gesagt, also anfangen, Genau neugierig hinzuschauen. werden. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, die Enzyme im Mehl, das ist auch eine wichtige Sache, weil ein Mehl muss ja auch lebendig sein. Und die meisten Industriemehle, die werden ja behandelt. Das heißt, da ist nicht mehr viel Lebendigkeit drin. Naja, man kann sagen, Industriemehle hätte man oder hat man gerne möglichst, ich sage jetzt mal vorsichtig, tot. Ja, Dann genau. kann man sie einfach mit den Zusätzen gut manipulieren. Dann gibt man einfach technische Enzyme dazu, exogene Enzyme, also Enzyme, die in der Natur so gar nicht vorkommen. Das sind in der Regel im Labor hergestellte Enzyme. Und dann hat es auch wieder Lebendigkeit, eine Ebene, Eine eine andere künstliche. Lebendigkeit, die ich haben möchte. Also das heißt, es ist so, dass man jetzt, sagen wir mal, Industriemehl, ganz platt, das wird erstmal tot gemacht und dann wird es künstlich wieder lebendig gemacht. Naja, tot machen kann man es nicht. Man hat gerne ein Mehl, das in Anführungszeichen tot ist. Das heißt, ein Mehl, das eben von Natur aus enzymschwach ist. Na, das wird man jetzt, also man kann jetzt ein Mehl nicht tot machen, in dem. Ja. Damit es nicht so schnell schimmelt, oder warum macht man das? Damit es länger hält?
Nee, das ist einfach so reagiert, wie man das eben gerne in der beim Verarbeiter gerne hätte, dass man Aha. ja, dass man einfach, es Das ist nichts muss. anderes, wie wenn jetzt jemanden den Radsport, sage ich mal, mit Dopingmittel betreibt. Na, Also, das der heißt, man nimmt steuert es. zum bestimmten Zweck, man steuert es. Das sind, Ja. kann man sich vorstellen, wie kleine Zeitschaltuhren, die selbst einfach Gefrierprozesse überdauern und dann erst aktiv werden, wenn eben sie sollen. Und nicht schon gleich, wenn das Mehl jetzt mit Wasser in Berührung kommt. Ne? Denn normalerweise geht dann schon eben die natürliche Enzymatik in ihrer vollen Aktivität los, wenn man die Temperaturen einhält. Also das heißt, das ist jetzt wieder der Unterschied eben zu deinem Sauerteig, der halt selbstständig ist, der das genau macht, was in seiner Natur liegt Ja, oder und was ich na halt möchte. genau, oder was du willst. Und das andere, da wird halt, sagen wir mal, sehr gesteuert, was hinterher rauskommen soll. Soll, ja. Und dann ist es schon so, es hat gerade jemand geschrieben, neutral wäre vielleicht besser als tot, könnte man auch sagen. Wobei ich glaube, neutral, da fehlt schon noch dieses Lebendige. Das fehlt mir so ein bisschen am Neutral, weil ich glaube, das Lebendige, das fehlt halt vielleicht einfach, was eben so ein Sauerteig jetzt, so wie du den machst, oder vielleicht auch mal hier daheim, dass das vielleicht ein bisschen besser beschreibt. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, wie es woanders passiert, weiß ich tatsächlich nicht. Ne? Ich kann einfach sagen, was bei mir passiert. Und das ist einfach so, dass ich sage, auch wenn ich jetzt heute schon die ganze Nacht über auf bin und habe wenig geschlafen, das sind so ständige tägliche ja, Erlebnisse, Glücksgefühle, die man sich da selber backt. Also wie man sagt, man ist seines Glückes Schmied, so kann man sagen, man ist seines Glückes Bäcker. Und das ist diese Lebendigkeit, die einfach da einen, wenn man mal infiziert ist, nicht loslässt mehr. Das heißt, du backst in erster Linie das Brot so gut, weil du ein großes, gutes Brot essen willst, oder? Naja, also man Hast schon schaut schon auch recht. gerne in zufriedene Gesichter. Na klar, war bloß ein Witz. Aber das ist natürlich schon so, wenn ich jetzt so ein lebendiges Lebensmittel esse, es macht doch was anderes mit mir, als wenn ich so ein, ich nenne es jetzt einfach mal ein platteres oder toteres, ist jetzt ein bisschen in Anführungszeichen, das tote, lebendiges Lebensmittel zu mir nehme. Ich glaube, das ist anders, das bekommt mir besser, ich bin mehr im Einklang mit der Natur eigentlich. Das muss gar nicht so esoterisch sein, ich glaube, das ist einfach logisch. Je mehr Naja, ich mich schau her, einlasse, ein totes Lebensmittel, das ist das, was wir schon gesagt haben. Also genau. den Spruch, jedes Böhnchen ein Tönchen zum Beispiel, ne, das kennt ja jeder den Spruch. Ja. Ne? Warum? Weil wir einfach ein gewisses totes Lebensmittel unfermentiert am Tag davor einweichen und dann kochen wir es und dann denken wir, das ist jetzt, ja, das ist zwar gegart, aber ist an sich noch roh. Der Asiate kennt den Spruch nicht. Na, weil der Bohnen Wochen, Monate lang, jahrelang fermentiert. Und da haben wir genau diese Lebendigkeit, die wir in die Lebensmittel reinbringen müssen. Das, was ich schon gesagt habe, einfach diese Verstoffwechslung, damit es uns bekommt. Das heißt, wir müssen uns einfach in die Natur einfinden. Wir müssen halt mit der Natur leben und dann funktioniert es besser, als wenn man die ignoriert. Ich sage einfach mal ignorieren. Wenn man so tut, als macht man es besser als die Natur. Das funktioniert ja meistens sowieso nicht. Ne? Kommen nicht in Frage. Nee, genau. Vielleicht nochmal zu den Hefen, weil das finde ich, ich weiß nicht, vielleicht findet es gerade nicht jeder interessant, aber eine letzte Frage noch zu den Hefen. Kann man in jedem Haus Brot backen? Kann ich jetzt, sagen wir mal, in ein Haus einziehen und Brot backen? Habe ich da schon genug Hefen? Oder müssen die sich erst ansiedeln? Wo kommen die her? Sind die immer da? Natürlich, also Hefen, also die Pilze, die gab es schon vor uns und die wird es nach uns noch geben. Sie können einen Hitzetod sterben, aber ich glaube jetzt nicht, dass es in einer Wohnung, in der Menschen leben, so heiß sein wird, dass da Also die geht. Hefen nicht überleben. Ne? Ja. Es ist ein bisschen so wie bei der Weinherstellung mit den Hefen. Ne? Da wird ja auch, dass ja die Hefe eigentlich auch alles, bei den Naturweinen zumindest, im ökologischen Anbau, wenn man alles richtig macht, dann arbeitet man ja auch mit Hefen. Und da ist es ja so, dass wenn jemand umstellt, das habe ich von Martin Kössler jetzt gelernt, dann ist es ja oft so, dass eben zu wenig Hefen da sind oder keine Hefen mehr da sind, weil die durch Hygienemaßnahmen und so weiter erst einmal beseitigt wurden und die müssen sich dann erst wieder ansiedeln. Vielleicht, meine Mutter hat immer gesagt, dass Brot heilig ist. Bei denen war das einfach so. Und inzwischen, das hast du vorhin ja auch schon angesprochen, ist Brot eigentlich fast so was wie ein,
Ich will jetzt nicht sagen Wegwerfartikel, aber ein ganz schnelllebiger Artikel, der mit wenig Sorgfalt oft hergestellt worden ist. Und vor allem, viele Menschen essen überhaupt kein Brot mehr. Entweder haben sie Lebensmittelunverträglichkeiten, manche haben Angst vor den vielen Kohlenhydraten im Brot. Was ist da passiert? Wie erklärst du dir das? Warum hat das Brot so eine Wandlung erfahren? Ja gut, also Brot wird schon sehr, sehr viel gegessen, ne? Ja. Wahrscheinlich unbewusst. Also wenn man jetzt mal eine Pizza als Brot betrachtet, also gebackenem Teig oder was einfach so außer Haus im Stehen auf der Straße verzehrt wird, das sind schon immense Mengen an Brot, die verzehrt werden, die jetzt wir gar nicht so in der Vorstellung als Brot haben, sprich als geschnittene Scheibe von irgendeinem Laib. Das mag schon sein, aber ich Ja. kann jetzt einfach nur sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Roggen und Roggenbrot. Und da ist es auch wieder so eine Sache. Roggen ist natürlich auf dem absteigenden Ast. Also Roggen wird bundesweit immer weniger verarbeitet, obwohl es für mich das faszinierendste und gesündeste Getreide ist. Und wir können den Trend nicht bestätigen. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir schaffen es immer, dass der Roggenkonsum, ja, oder unser Roggenverbrauch mehr wird. Also es scheint schon das so zu sein, dass es darauf ankommt, was man daraus macht, ne? Wie Eben. geschmackvoll und wie bekömmlich schafft man dieses Wunder der Natur eben zu verarbeiten. Und ja, bei uns muss ich wirklich sagen, also so viele begeisterte Kunden, die jetzt einfach immer wieder, ja, ich so sehr schätze, wenn die immer wieder kommen. Ich kann das tatsächlich jetzt nicht feststellen. Du nicht, glaube ich auch. Also ich glaube, bei euch ist ja eher so, dass euer wahrscheinlich die Nachfrage immer mehr wird. Zum Glück ist das ja so. Das ist ja schön, dass man sieht, dass eben ein gutes Lebensmittel tatsächlich nachgefragt wird. Aber was man manchmal so mitkriegt, ist ja schon so, dass halt gerade diese Gluten-Unverträglichkeiten zunehmen, dass deswegen quasi ausgewichen wird oder auf Brot verzichtet wird. Man könnte auch andere Getreidesorten nehmen, vielleicht manchmal. Nun gut, lass mich kurz einhaken. Also das ist tatsächlich so, dass ich eben gerne Menschen, die mit der Gluten-Sensibilität behaftet sind, dass ich denen sage, komm, macht mal einen Selbstversuch, nehmt mal die Breze mit oder nehmt mal dieses Brot mit, verkostet es unter Ausschluss eben anderer Produkte, die euch vielleicht nicht bekommen könnten und meldet euch bei mir und sagt mir, wie das euch eben damit erging. Und da kann man tatsächlich feststellen, dass das schon mit einer bedachten Fermentation man Menschen, die meinen, dass sie einfach Gluten meiden sollen, ganz normal ein ganz also, ja, Brot eben geben kann oder Hefeteige, Gebäcke und es bekommt denen. Also ich denke, es ist alles so, wo ich immer sage, man muss genauer hinschauen. Also das heißt, es liegt halt einfach auch viel an der Herstellung und an der Verarbeitung, an der Sorgfalt, mit dem man es herstellt, und den Zutaten. Da ist halt viel vielleicht falsch gemacht worden oder kaputt gegangen, was man jetzt wieder reparieren könnte. Aber du fängst ja an und ihr bildet Lehrlinge aus und ihr habt Praktikanten, die ja dann auch quasi eure Botschaft oder dein Können weitergeben. Im So-Sein ist es ja so in Haroldsberg, dass der das Brot eine besondere Ehre, sagen wir mal, dass dem auch widerfährt. Das ist ein Gang im Essen. Das ist nicht so nur das Beiwerk, sondern das wird als ein Gang präsentiert. Das finde ich auch sehr schön, weil einem da wieder bewusst wird, weil der Stefan erzählt ja ganz viel auch übers Brot, wie das gemacht wird. Da wird einem wieder so bewusst, was man da eigentlich für einen Schatz hat und für ein edles Lebensmittel. Das finde ich schon wirklich toll. Ihr habt ja einen Laden in Dachsbach, wo man kaufen kann und vielleicht, dass ich es nicht vergesse, und man kann aber auch bei euch Online-Brot bestellen inzwischen. Oder schon länger wahrscheinlich, ne? Genau, kann man schon so ein Leibbrot sich, wenn man will, auch schicken Ja. lassen. Aber das ist jetzt nicht unser Beweggrund, dass wir sagen, wir wollen hier einen Online-Handel haben. Das ist halt, Ja, wenn ja. jemand irgendwo Ja. einen Artikel von dem Brot gelesen hat und möchte einfach das mal dazu verkosten, dann kann er sich tatsächlich da Ja. mal ein Laib schicken lassen. Dann Das hat ist er ja, die habt ihr nicht das. Möglichkeit. Genau, ihr habt ja nicht das ganze Sortiment, das sind nur drei verschiedene Brote, glaube ich, die halt auch wahrscheinlich geeignet sind zum Versand, ne? Dass halt auch die keinen Metzger oder Bäcker oder wie auch immer haben, die euer Brot verkauft, dass die das auch mal probieren dürfen. Ich So bin ja in schaut. der glücklichen Lage, ich wohne in Haroldsberg, oder in Nürnberg gibt es ja auch verschiedene
also nicht Filialen, aber Verkaufsstellen, das ist ja schon mal gut. Ja, und dann hast du dich, also dann habt ihr, dann hast du noch ein anderes Standbein, ein anderes Hobby, würde ich mal sagen, das sind die Lebkuchen. Da hast du ja mit dem Yves Olech und mit dem André Köthe vom Essigbrätlein dich zusammengetan, zu dem Tres Aromes. Und ihr macht zusammen ganz besondere Lebkuchen. Lebkuchen haben dich gereizt oder haben euch drei gereizt? Naja, der Lebkuchen, den man jetzt normalerweise eben kaufen kann, den muss man schon auch suchen, wenn es ein guter sein soll. Allerdings ja. Ja, und ich will jetzt dann, ja gut, ich sage mal, oft ist es leider enttäuschend, was man findet. Und da hat man halt mal überlegt, Mensch, das könnte man doch auch mal ein bisschen novellieren. Man kann natürlich auch an einem vorhandenen klassischen Rezept sehr schön arbeiten, und da wird auch jedes Jahr dran getüftelt, also an den ganz normalen Lebkuchen. Aber mit unseren speziellen Lebkuchen, da war die Überlegung, eine Art, einen Gang durch die vier Jahreszeiten zu machen. Also da gibt es den Frühling, da gibt es den Sommer, den Herbst und den Winter. Und der Frühling, der ist praktisch ein Lebkuchen, der grüne Lebkuchen, der Verde. Der hat diese unreifen Geschmacksnoten, also überhaupt nichts Lebkuchenhaftes genau genommen. Der Oriental, das ist der Sommer, also da stellen wir uns vor, wenn man über so einen orientalischen Basar geht, diese träge Hitze und Zutaten, die auch mal ein bisschen orientalisch oder auch eine Schärfe haben dürfen, wie durch Ingwer oder Safran. Und dann der Herbst, das ist der Olive Noir, der. Das ist mein Lieblings, genau. Ja, auch meine, also das sind diese Dorrobstnoten, die durch das Kandieren der Oliven hervortreten und ein bisschen so eine Lakritznote auch hat. Das sind diese Geschmäcker der überreifen Früchte oder Dörrfrüchte. Und dann der Elise, das ist dann die Weihnachtszeit, also der Winter, das ist dann eben wieder der Klassiker. Und einen fünften gibt es noch, der einfach mehr oder weniger zur Ehre der Edelkakaobohne Criollo entstanden ist. Also einen rein schokoladigen Lebkuchen, der auch wenig diese typischen Lebkuchengewürze hat. Und habt ihr euch zusammengetan und hat jeder sich sagen wir mal, ein Rezept ausgedacht oder habt ihr zu dritt alle Zutaten bestimmt? Wie muss man sich das vorstellen? Ne, das stellt man sich so vor, dass es da sehr heiß hergeht. So meint sie beim Heiß. Reden so. Jeder hat Nee, andere. heiß, weil man es im Sommer machen muss. Ach so, Da okay. ist dann natürlich, sind die dunklen Räume des Essigbrätleins gar nicht so schlecht, Nee, dass man ein ja. bisschen dieser Hitze entflieht. Genau. Und da, ja, da findet man sich zusammen und dann bequatscht man das und verkostet und geht nach Hause und macht wieder Experimente und Hört sich gut an. Macht bestimmt Spaß, oder? Das ist ja so ein macht Spaß. Experimentierfeld, ne? Hat ja nicht vielleicht immer so Experimentierfelder, aber da kann man ja mal wirklich alles Mögliche und vor allem man tauscht sich aus, das ist doch auch interessant, ne? Wie man Ja, und vor sich allem, mit. das ist ja experimentieren, das ist das eine, aber das andere ist halt, man macht sich Gedanken dazu. Ne, weil das heißt jetzt, einfach jetzt mal neue Sorten zu machen, das ist ja nicht Ja. wirklich Kunst. Ne? Also wenn Ja. du und ich, wenn wir jetzt Lust haben, um neue Lebkuchensorten zu machen, dann könnte man das ziemlich schnell bewerkstelligen. Ne, du sagst nur wegen Senf nein, dann sag ich, ich nehme ein wenig Ziegenmilch dazu. Dann haben wir halt einen Senf-Ziegen-Lebkuchen, aber das ist es ja nicht. Ne? Ja. Es braucht einfach eine Harmonie. Naja, und das schafft ihr dann. Am Ende kommt immer die Harmonie raus, oder? Ja, tatsächlich. Das ist doch gut, ne? Viel diskutiert, dann steckt ja wieder viel Energie drin. Ne? Man hat viel geredet, man steckt viel Energie rein in den Lebkuchen und es schmeckt dann natürlich auch Mag ich auch. der den hinterher genießen darf. Naja. Vielleicht ganz am Ende noch Brot und Wein. Das sind ja schon, ich würde ja fast mal sagen, seit Jahrtausenden unsere Grundnahrungsmittel. Wasser, Wein natürlich, weil Wasser einfach immer eher tendenziell schmutzig war. Und dann ist der Wein natürlich ein sauberes Lebensmittel dagegen gewesen, von dem man nicht krank wurde. Brot kennt man auch schon ganz lange. Und beides ist ja, sagen wir mal, archaisch, ist biblisch, ist mystisch. Hat auch zum Teil was Magisches. Ist das auch was, was dich an diesem Brot so ein bisschen anzieht? So diese, ich würde nicht sagen Überladung, aber schon so dieses magisch-mystische. Ich weiß gar nicht, wie oft in der Bibel zum Beispiel Brot und Wein vorkommt. Und dann gibt es ja Jesus macht ja aus Wasser Wein und dann gibt es die wunderbare Brotvermehrung. Das macht das Lebensmittel doch auch sehr edel, oder? Ja, also ich mag tatsächlich
alte Stillleben, in denen diese zwei, also das Brot und der Wein abgebildet sind. Ne? Da, die man speziell in südländischen Bereich, in Spanien oder so, da findet man tolle Stillleben, die genau dieses, wie du sagst, archaische zeigen. Ja, da fühle ich mich schon So, ne? sehr zu Hause in diese Ja, Gegend. das fällt einem eigentlich erst auf, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich habe das auch mal nachgelesen, wie oft es auftaucht in Legenden und in der Bibel. Weil ich glaube, das war für die Menschen natürlich auch so ein Wunder, dass man einfach Wasser und Getreide zusammentut und auf einmal kommt irgendwas raus, was man länger aufheben kann, wovon man das sich vermehrt, ne? Wovon man satt wird. Und dann aus dem Wasser, da wird auf einmal irgendwas, was man trinken kann, ohne dass man krank wird. Und alles muss die Natur dazu tun. Also kann man selber gar nicht so viel machen, das kann man selber kaum lenken. Das ist ja was, was die Natur macht. Also auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Lebensmittel, das Brot und der Sauerteig. Und natürlich können wir jetzt ewig weitermachen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du vielleicht auch noch ein bisschen Pause brauchst. Wann bist du heute aufgestanden? Ich bin heute um 12:30, also heute Nacht, kurz Ja. nach Mitternacht aufgestanden. Wann man aufsteht, ist jetzt nicht wirklich so die Frage. Die Frage ist immer, wann man ins Bett ist. Und ich habe es dann tatsächlich heute Nacht nur auf 1,5 Stunden Schlaf gebracht. Das heißt, ich bin circa um 11 ins Bett und bin um 12:30 wieder aufgestanden. Was machst du dann, wenn du um 12:30 aufstehst? Das ist mal eine Ja, in die neugierige. Backstube, da geht es dann einfach mit Teige machen los und formen, wirken, abwiegen. Und backen letztendlich. Das, was da du einfach so vorstellst, wenn es da so eine Bäckertätigkeit vor, Ja. das passiert da. Ja, und seitdem, jetzt weiß ich nicht, jetzt wird es 2, 3 oder so seit, seitdem drücke ich mich jetzt da mehr oder weniger in der Backstube rum, ne, Damit weil du die essen willst. Arbeit reißt nicht ab. Ja. Und du bist jetzt heute sozusagen mein letzter Auftrag gewesen. Okay, alles klar. Das Das denke ich heißt, mir ich schon. kann das hier ganz entspannt Ja. genießen, weil ich Ja. mich jetzt im Anschluss natürlich, ohne über loszugehen, Ja. direkt ins Bett lege. Und du kannst es auch. Du legst dich ins Bett und schläfst. Also, du Also hast kein Einschlafspiel. wenn du jetzt sagst, jetzt hör mal auf, 5 Minuten später schlafe ich. Das ist super. Also, Ganz bestimmt. das ist eine Gabe, oder? Oder Angewohnheit, je Ja, nachdem. oder einfach eine Sache von Müdigkeit. Also, lieber Arndt und auch liebe Michaela, ich sage jetzt auch nochmal Hallo, Michaela. Danke, dass du dir jetzt so lange Zeit genommen hast, für uns und alle meine Fragen beantwortet. Das war für Keine mich Ursache. wahnsinnig interessant, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns bald mal in der Bäckerei. Ich komme einfach mal vorbei. Das magst. Und dann wünsche ich dir jetzt einen guten Schlaf. Dankeschön und gute Nacht. Gute Nacht, Gerhard. Also, tschüss. Du musst jetzt einfach auf das kleine Kreuz drücken, das da irgendwo in der Ecke zu sehen So ist. machen wir es. Dann bist du weg und kannst schlafen. Also, Ade. tschüss. So, du musst drücken auf das Kreuz. Ah, jetzt hat er es gefunden. So, genau. Jetzt waren dann natürlich noch ganz viele Kommentare, aber wir haben jetzt nicht mehr alle geschafft. Es war so interessant zuzuhören. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Also ein sehr, sehr unglaublich charismatischer und interessanter Mensch hat natürlich auch ein sehr interessantes Thema und sehr viel zu sagen zu dem Thema. Nächste Woche übrigens, da habe ich den Martin Kössler von der Weinhalle K&U. Und wenn alles richtig läuft, dann kommen noch muss ja überlegen, der Valentin und der Stefan Rottner, genau, auch noch hier in den Live-Talk. Und vielleicht seid ihr ja wieder dabei. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und genau, vielleicht bis bald. Also, tschüss und hier steht nochmal Schlaf gut. Genau, gute Nacht. Tschüss.